Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dachte ich mir mal, zeige ich euch mal, was so in den letzten Tagen bei mir abging. Vielleicht könnt ihr es schon sehen oder nicht. Ich habe in den letzten 2 Wochen, warum auch kein YouTube-Video online kam, 12 Kilo abgenommen. Corona hat mich schlimmer erwischt. Ich war wirklich sehr doll krank. Das 10 Tage zu Hause war wirklich am Ende. Mein Schlafrhythmus hat sich geändert, weil ich tagsüber nur geschlafen habe. Jetzt seit 4-5 Tagen bin ich wieder bei der Arbeit. War jetzt beim Arzt, musste viel Medikamente trinken. Deswegen meine Haut, mir geht es immer noch nicht so prickelnd. Aber das gehört zum Leben dazu. Und ich dachte mir mal, ich zeige euch mal den Bodyteam Store. Weil, wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es ja bald die Bodyteam App. Es gibt jetzt den 2. Store in Zürich. Und bald gibt es den 3. Store in Frankreich. Und eventuell arbeiten wir schon an dem 4. für nächstes Jahr in London. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, vor ungefähr 2 bis 3 Wochen kamen ja die 3 neuen Hoodies raus. Ich werde euch heute auch in diesem Video die nächsten Hoodies präsentieren. Und es gibt auch ein neues Projekt, welches hier abgedreht wurde am Sonntag und am Montag. Da war auch Mandela zu Besuch, Teamlead für Nicole. Dazu werdet ihr in den nächsten Wochen viel mehr erfahren. Aber was viele sich ja auch gewünscht haben, dass wir Campus in Sortiment reinnehmen. Deswegen haben wir jetzt ein paar Colorways reingenommen. Falls es euch interessiert, checkt ihr gerne ab. Ja, also bei mir ging die letzten Tage nicht so viel ab. Wollte mal ein Video machen, weil, wie gesagt, ich erst seit Montag wieder da bin. Wir haben heute Mittwoch, das Video heute Morgen Donnerstag erscheint. Ich werde euch heute noch im Laufe des Abends mitnehmen, was ich so mache, was ich so tue, weil wir haben jetzt schon 13.11 Uhr und heute war eigentlich wieder ein Tag, wo ich die ganzen Termine von letzten Wochen nachholen musste. Ne? Mir geht es körperlich, wie gesagt, immer noch nicht so gut, auch Atemproblem, alles um und dran. Also, mein 4. Mal mit Corona, ich bin sehr erwischt. Auch eine Sache, an der wir gerade arbeiten, den Laden zu vergrößern. Von hier, und dass da bis dahin geht, so hier rum. Und hier gibt es so ein Pathway, dass der Bodyteam Store größer wird. Also wir arbeiten wirklich intensiv dran. Ich habe auch heute realisiert, es ist einfach November. Es ist in 2 Monaten, haben wir schon einfach 2024. 2023 bis jetzt ist wirklich sehr schnell für mich an meinen Augen vorbeigeflogen. Ne? Wir hatten heute wirklich, also wir hatten dieses Jahr wirklich ein spannendes Jahr, ein Wachstumsjahr im Vergleich zu vielen anderen Brands, wofür ich sehr dankbar bin. Wenn wir den gesamten E-Commerce-Bereich schauen, in der Geschichte vom E-Commerce waren 2022 und 2023 die beiden Jahren, wo wirklich wir Rückgänge im Umsatz gesehen haben. Ne? Also zu wachsen, ist wirklich so schwierig wie nie. Wir haben echt viele Herausforderungen gerade dieses Jahr bis jetzt gemeistert. Und ich bin wirklich gespannt, wie Black Friday abgehen wird. Thema Black Friday, warum ich auch teilweise dieses Video mache. Ich habe keinen Plan, was wir dieses Jahr machen sollen. Ne? Weil man muss auch fairerweise sagen, bei uns ist es noch mal eine Stufe schwieriger. Wir sind ja nicht nur eine Brand, sondern wir haben mehrere Brands, die am gleichen Tag Black Friday machen. Und aus diesem Grund, auf Schuhe kann ich keinen Rabatt geben. Ne? In dem Zürich-Store wird es kranke Rabatt auf Klamotten geben, also wirklich kranke Rabatte. Und hier müssen wir schauen, was wir tun. Aus diesem Grund, wenn du Bock hast, ne, schreib es gerne unten in die Kommentare, welche Rabattaktion ich dieses Jahr bei Bodyteam bringen soll zum Black Friday. Wir überlegen uns natürlich einen gewissen Prozentrabatt anzubieten, aber ich weiß nicht wie viel. Und es wird vielleicht, also bei Elevate werden wir die Black Week machen quasi. Ab Sonntag bis zu Sonntag wird die Black Week laufen. Am einmal nur per App, ne, da wird man exklusiv Zugang haben. Dann Early Access quasi nur per E-Mail und unsere WhatsApp-Anbieter. Und dann werden 5 Tage oder so ganz normal für alle zugänglich sein durch die Webseite. So plus minus ist es gerade geplant bei Bodyteam. Keine Ahnung. Das Gute ist immer, wenn Yannick arbeitet, hast du Kaugummis. Ne, Yannick? Ne, Yannick? Immer wenn du arbeitest, haben wir Kaugummis da. Ich bin's einfach, ne? Du bist es. Deine Meinung zum Campus? 10 von 10. Also, ich finde, das ist mit der beste Colorway von dir. Ja. Und das Grün. Grün habe ich mittlerweile schon bei Leuten gesehen. Grün richtig schön, ne? Grün ist wirklich schön, aber irgendwie mittlerweile gefühlt jeder, der Campus trägt, grün. Und schwarz ist. Schwarz, okay. Schwarz, so einen kannst du jedem anziehen. Aber grün und grau sind so mein Favorit. Und falls du da draußen übrigens ein Micro-Influencer bist, ne, so bis zu 50.000 Abonnenten oder was auch immer, und du Bock hast, mit Bodyteam eine Kooperation zu haben, zu starten, was auch immer, schreib eine E-Mail auf arthur@bodyteam.com. Ja, David, blend's mal schön ein vorher. Und dann kannst du dich darauf bewerben, mit uns eine Kooperation einzugehen. Und ich würde mich mega darüber freuen. Hier wurden gerade die neuen Hoodies gezeigt. Das sind Fotoshooting-Samples. Shooting findet nächste Woche Dienstag statt. Ich werde euch die zeigen, nachdem die gebügelt und vorbereitet wurden. Dann kann ich euch die besser zeigen. Und dann habe ich noch viele neue Samples bekommen. Ja, die Boxen sind teilweise leer. Aber am spannendsten finde ich die. Ich weiß, viele werden die nicht cool finden. Aber diese Hose wird zeitnah kommen. Ne? Guck mal, wie cool die ist. Das ist die erste. Das
Das ist die zweite Hose. Auch sehr cool. Wird, glaube ich, auch sehr, sehr cool kommen. Ja, die Hose fühle ich irgendwie doch nicht so, wenn die jetzt fertig hier ist. Ne, die werden alle einen sehr Baggy-Fit haben. So diesen Balenciaga-inspirierten Fit. Das kann ich schon so sagen. Irgendwie cool, aber auch irgendwie nicht. Vielleicht produziert man nur so ein paar hundert, 300, 400, 500 Stück davon. Schaut, wie die ankommt. Das ist in meinen Augen ein Brett. Das hatten wir, eine ähnliche Hose hatten wir schon letztes Jahr. Und werden genau diese Hose dieses Jahr bringen. Yo, guck mal, wie cool die Hose jetzt aussieht, ne? Die wird auch zu 100% kommen. Da habt ihr jetzt ein paar coole Hosen gesehen, an denen wir jetzt die letzten Wochen gearbeitet haben. Beziehungsweise das sind schon die fertigen Samples, die sind in Produktion. Die Hosen werden jetzt in den nächsten Wochen erscheinen und ich freue mich mega drauf. Die werden gerade Sachen zusammengepackt und nochmal von mir überprüft, ne? Die jetzt in der nahen Zukunft rauskommen, die schon komplett fertig produziert sind und die auf dem Weg nach Deutschland schon befinden. Ich bin wirklich sehr gehypt auf Black Friday. Dieses Jahr haben wir viel gestockt. Wir haben echt viel geplant für Black Friday und ich glaube, beide Brands werden sehr davon profitieren. Donners ab Januar haben wir ein neues Headquarter mit Elevate. Darauf habe ich auch sehr viel Bock. Ich dachte mal, ich zeige euch die Kette auch. Die wird jetzt auch irgendwann rauskommen. Nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr. So eine schöne Kette. Finde ich sehr, sehr fresh. Kleiner Sneak Peek. Wie gesagt, kommt noch dieses Jahr. Der Kühlschrank von mir in meinem Büro wurde auch gut gefüllt. Gönnergy. Alkoholfreie Wein von Senso. Vita Tee und Wasser. Supi dupi. Dun, 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 dun. So, die Hoodies wurden jetzt fertig gebügelt von meinem Team. Wie gesagt, ich habe das beste Team der Welt. Als erstes haben wir so einen rot-schwarzen Valentin Streetwear Hoodie, den ich wirklich sehr cool finde. Der wird jetzt in den nächsten 10 Tagen rauskommen. Den dreht den dann wieder hier ein. Dann haben wir einen Valentin Streetwear Hoodie mit dem gleichen Motiv wie auf dem Hoodie. Aber dann so, ich finde es cool. Ja, mal was Neues bei Valentin. Dann haben wir den, das ist mein Lieblingshoodie, ne? Schaut mal. Heartless Hotel, so ein bisschen auf Love Hurts inspiriert. Und so einen riesigen Print hinten. Finde ich irgendwie sehr cool. Und mit dem braunen auch mal was ganz anderes. Haben wir noch nie so ähnlich gemacht. Aber wie gesagt, weißt du was? Wir probieren mal ein bisschen was aus. Dann haben wir den mit schwarz-gelb. Ja? Einfach Body Team vorne und hinten so mäßig Aliens. Finde ich sehr, sehr cool. Gelungen. Dann haben wir hier den weißen Hoodie. Body Team Daily Essentials. Und hinten so ein geiles Motiv. Das ist inspiriert an einem Foto, was ich in der Schweiz gemacht habe. Sehr cool. Das haben wir einfach weiter hinzugefügt. Auch sehr cool. Ja, ich sage jetzt zum 10., 20. Mal sehr cool. Aber wie gesagt, ich finde die Designs wirklich stark. Und als letztes, ne, das war's. Da haben wir die Hoodies. Shooting findet, glaube ich, Montag steigt. Vielleicht auch Freitag, mal gucken. Und auch Shoutout geht an mein Team. Ohne die wäre sowas alles nicht möglich. Und wenn du da draußen Cutter bist und Bock hast, bei mir zu arbeiten. Ich weiß, David, der hat jetzt gerade das Video cuttet, ne? Auch für dich, David, mein Süßer. Vollzeitanstellung bei Berlin. Wer Bock drauf hat, meldet euch bei uns. Würde mir mega feiern.